Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von John Gossens Daily DAX am heutigen Montag, dem 4. Dezember 2023. Ja, so richtig viel los, muss man sagen, war beim deutschen Aktienindex heute nicht. Der Index erpendelte, aber hat sich letztendlich für keine richtige Richtung hinreißen lassen. Das einzig Positive, was hierbei allerdings aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass sich der deutsche Aktienindex von den schwachen US-Börsen nicht hat irritieren lassen. Und damit bleibt vielmehr die Option gegeben, dass der deutsche Aktienindex vielleicht noch seinen nächstgelegenen hier in rot gekennzeichneten Kurswiderstand erreichen will. Denn wenn sich jetzt schon der DAX nicht von einer schwachen Wall Street irritieren lässt, was soll ihn dann eigentlich noch stoppen? Apropos stoppen. Stoppt die Aktie von Airbus das entsprechende Hoch, was wir Ende Juli ausgebildet hatten, oder sehen wir vielleicht hier den nächsten Ausbruch? Die Aktie hat rückblickend auch eine sehr, sehr steile Aufwärtssequenz hinter sich, ähnlich natürlich wie der deutsche Aktienindex. Aber wir sehen, dass dieser Aufwärtstrend eben noch intakt ist, aber wir sind exakt quasi an diesem Hochpunkt, zumindest kurzfristig, gescheitert. Noch allerdings kein Grund zur Panik, denn erst mit einem entsprechenden Trendbruch könnte sich hier tatsächlich eine Kurskorrektur, zumindest kurzfristiger Prognoseart, in den Bereich von bis zu 128 Euro durchsetzen. Solange der Aufwärtstrend verteidigt werden kann, ja, dann muss tatsächlich auch in Kombination mit einem sich nicht aus der Ruhe bringen lassenden deutschen Aktienindex damit gerechnet werden, dass vielleicht noch ein weiterer Kurssprung sogar noch möglich ist. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und bis zu einer weiteren Ausgabe von John Gossens Daily DAX.